Wir holen uns jetzt in dem Fall, habe ich eben auch von einer Bilddatenbank ein schönes Model hergeholt, ein schönes Bild, eine Vorlage, mit der ich dann eben meine Designs testen kann, sozusagen, oder eben schön präsentieren. Und wenn wir jetzt also diese Darstellung nehmen von der Dame, die eben uns so schön anlächelt, dann kann ich folgendermaßen vorgehen, um daraus meine perfekte Bühne zu bauen. Wie bin ich vorgegangen? Ich habe das als Endziel im Kopf. Ich möchte also mein Design auf dieser Dame präsentieren. Und ich habe jetzt nichts anderes gemacht, als ich diese Dame entsprechend freigestellt habe. Und jetzt gehe ich folgendermaßen vor. Ich habe mir diese komplette Außenform, das haben wir vorhin auch schon gesehen, einfach nachgezeichnet als Bézier-Kurve. Bis ich eine geschlossene Form habe, sogar noch mit zwei kleinen einzelnen Objekten. In dem Fall ist es eine Kombination aus diesen drei Objekten. Kann ich diese Form entsprechend transparent auf diese Dame legen. Also ich habe jetzt hier auch wieder auf diesem Objekt eine Transparenz und zwar mit 50% normal liegt dieses Objekt jetzt darüber. Und ich kann jetzt hier dieses Objekt dann auf unser Model setzen. Das hilft mir, dadurch, dass es transparent ist, werden diese ganzen Falten und so weiter ja auch wieder übernommen, diese Licht-Schatten-Situationen und ich kann jederzeit dieses Objekt einfach auch in eine andere Farbe Richtung schieben. Somit habe ich schon die Möglichkeit, unsere Bühne oder unser Shirt in eine andere Farbwelt zu bekommen. Und jetzt bin ich folgendermaßen vorgegangen. Ich kann jetzt mein Design nehmen. Ich habe dieses Objekt nochmal dupliziert als sogenannten Powerclip. Das haben wir ja vorhin auch schon gesehen. Machen wir mal dieses Objekt entsprechend an diese Stelle hin. Machen wir es mal pink, damit es noch besser zu sehen ist. Und ich mache jetzt eben aus diesem Objekt einen sogenannten Powerclip. In den könnte ich jetzt mein Design setzen. Und jetzt sehen wir schon gleich, was passiert. Die Außenkante wird wahrgenommen und im Prinzip mein Kätzchen an der Stelle beschnitten. Aber das ist jetzt noch der große Unterschied oder der große Trick, den wir hier brauchen. Ich müsste dieses Kätzchen ja auch noch perspektivisch verzerren, weil diese Dame nicht ganz gerade vor uns steht, sondern so leicht in der Dreiviertelperspektive oder Dreiviertelansicht. Das heißt, ich möchte jetzt hier in meinem Container mein Motiv entsprechend bearbeiten. Können wir uns nochmal das aus der Nähe ansehen. Und ich sage jetzt hier auf Bearbeiten. Das heißt, ich möchte mein Kätzchen hier aktiviert in eine Perspektive bringen. Das heißt hier, das Objekt hier über Objekt Perspektive hinzufügen, bekommt diese Anfasser, die mir dann helfen, das ganze Motiv jetzt in diese perspektivische Anpassung von dem T-Shirt so einigermaßen, also es geht recht gut, hinzumogeln. Und wenn mir das jetzt so gefällt, weil das könnte jetzt wirklich dasselbe Motiv aus dieser leichten Verdrehung sein, dann kann ich hier das auch wieder bestätigen und schon habe ich das T-Shirt als Außenkante und mein Motiv entsprechend verschoben sozusagen. Und wenn ich das jetzt auf mein T-Shirt setze, dann sieht es schon mal sehr gut aus, aber der große Fehler oder das, was mir jetzt, also groß kann man jetzt nicht sagen, das, was mir jetzt noch fehlt, das sind Nuancen, aber das ist so ein schöner Trick, den ich hier auf alle Fälle nochmal allen zeigen möchte. Wir haben ja hier Licht und Schatten von diesem T-Shirt. Das funktioniert noch auf der Farbe, aber es funktioniert nicht mehr auf unserem Motiv. Und um das zu erreichen, dass auch unser Motiv diesen Faltenwurf mitbekommt, sozusagen, haben wir jetzt einfach einen Trick gemacht. Ich habe eine zweite Ebene gebaut, die einfach wirklich nochmal unsere normalen Container, unsere Vektordaten hernimmt und habe in diese Vektorfläche, aus dem habe ich auch wieder einen Powerclip gemacht, habe ich unser Motiv wieder eingesetzt. Und zwar kann ich das ganz schnell beweisen, indem ich eben dieses Objekt dann entsprechend aufdrösel. Schauen wir es uns mal an. Ich habe ja hier diesen, ich nenne ihn mal Schattenwerfer. Ich habe da einen Powerclip draus gemacht und wenn ich den jetzt mal wieder öffne, um ihn zu bearbeiten, sehen wir, dass unser Model hier mit eingebaut worden ist, genau in diese Fläche eingepasst. Und das Model ist in dem Fall auch wieder mit einer Transparenz belegt und zwar mit Multiplizieren. Und hier kann ich eben auch sagen, wie stark eben so eine Fläche über der anderen liegt. Machen wir es mal stärker und ich stelle das fertig. Somit habe ich eben noch mehr diese Lichtschattensituation und wenn ich das jetzt über mein Objekt drüber lege, passieren eben folgende Dinge, dass eben auch diese Schattenwerfer oder die Schattenelemente übereinander liegen und eben das andere Objekt
entsprechend verändern. Und wichtig an der Stelle ist eben auch zu wissen, okay, mit welcher Transparenz arbeite ich hier? Ist es multiplizieren? Ist es hinzufügen? Da muss man ein bisschen ausprobieren. Es kommt immer drauf, auf die Farben drauf an. Worauf es mir jetzt noch ankommt, ist, dass wir uns das mal aus der Nähe nochmal anders anschauen, dass man einfach sieht, wie das aufgebaut ist. Ich habe jetzt hier das vorbereitet, ein sogenannter Schichtaufbau. Dass wir es uns nochmal ganz genau ansehen. Ich habe jetzt hier unser Model. Dann kommt diese Einfärbefläche sozusagen, unser Einfärber, der mir ermöglicht, die T-Shirt-Farbe zu ändern. Ich kann jederzeit auch dann einen Powerclip aus dieser Fläche machen, in dem ich unser Motiv entsprechend perspektivisch verzerre, aufsetze und dann diese Schatten-Faltenwurf-Sache ganz genau drüber lege. Und wenn wir das jetzt alles mal aus der Nähe anschauen, dann laufen diese Falten auch sehr schön, sehr schön über dieses Motiv hinüber. Wenn es uns noch zu wenig ist, in dem Fall kann ich eben in den Powerclip eingreifen. Andere Möglichkeit wäre, wenn ich es einfach nochmal ein paar Mal drüber setze. Ich möchte es jetzt hier mal extrem übertreiben, damit man es gut an den Monitoren sieht, dass ich eben so eine Textilstruktur und eben auch die Lichtschattensituation auf mein Motiv übertrage. Also das sieht sehr, sehr gut in der Realität dann oder in der Simulation der Realität aus. Und jetzt kann ich jederzeit natürlich in diesen einen Powerclip gehen und kann hier meine Motive austauschen, weil die ganze andere Arbeit, die ganzen Arbeitsschichten drüber und drunter brauche ich nicht mehr verändern. Ich habe sozusagen jetzt meine perfekte Figurine gebaut, die mir das in die Realität simuliert. Dann kann ich natürlich sehr schnell die ganzen Designs, die wir jetzt hier gemacht haben, entsprechend umsetzen. Ich habe hier wirklich einfach nur in diese Zwischen-Powerclips die anderen Motive eingesetzt, aber immer noch alle anderen Schichten gleich gelassen, also die perfekte Bühne.